Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conan Exiles. Ja, in der letzten Folge haben sie es alle auf uns abgesehen gehabt, doch wir haben unser Ziel erreicht, die Veilcheninsel. Dort sind wir jetzt und in der heutigen Folge geht es in erster Linie, ja, ein bisschen darum, die Ressourcen zu finden und darum, eine kleine Basis aufzubauen. Viel Spaß! Oh, achso, ich brauche aber auch noch... Ich brauche auch noch Holz, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Ich muss erstmal eine Kiste machen. Ach so. Das stimmt, ich habe noch gar keine Axt. So, kann ich hier irgendwo mein Bett hinlegen? Das ist jetzt die große Frage. So, anstelle von Aloe Vera, das kann ich dann... Ja, hier kann ich das hinlegen. Sehr schön. Ja, die Frage, ich sehe es zwar nicht mehr, aber... Solltest du dein Bett dahin? Was ja? Machst du denn hier, Hirsch? Vor dir wegrennen. Okay, jetzt soll ich Steine sammeln, nachdem ich eben so schön schon gesammelt habe. Na gut. Sammeln wir erstmal Steine. Aber bei sowas... Nein mehr. Was war das denn gerade? Was war das? Ich muss noch mehr sammeln. Ja, irgendwas ist gerade an mir vorbei, was so unsichtbar aussah. Ich weiß nicht, ob du das warst. Das war der Hirsch. Grafikbug war oder sowas. Wenn ich dran denke, dann mache ich da eine Slow-Motion rein. Aber bei sowas... Die Welt ist voller Gefahren. Den Rest durfte ich jetzt aber nicht mehr hören, weil... Steinaxt. Ach, da brauche ich jetzt Äste für. Wollt ihr mich veräppeln? Hier sind doch keine Äste. Wo sind denn hier? Da ist ein Ast. Wie viel habe ich denn? Moment. 3. Ich brauche 5. Hast du noch 2 Äste zufällig? Äste, doch. Ach nee, kriege ich die nicht auch? Nee, ich brauche die ja für den Baum. Also entweder sammeln oder einen Baum fällen. Ja, kann ich schon, aber das dauert ja ewig, wenn ich keine Axt habe. Moment, ich brauche noch einen. Ich muss mir jetzt erstmal eine Axt herstellen. Hirsch, was machst du denn da? Psychische Probleme oder sowas? So. Steinaxt. Eine herstellen, bitte. Machen wir das Häutungsmesser da rein. So. Ich sehe jetzt hier gerade... Was läuft da hier hinter mir wie so ein Doll rum? Geht's noch? Ich glaube, du hast dem irgendwie Angst gemacht oder so. Ich weiß ja nicht, was du mit dem gemacht hast. Hast du den irgendwie das Ding in den Hintern geschoben oder so? Oder? Ha, den Effekt von deinem Lagerfeuer mache ich jetzt kaputt. Aber hey. Ich muss noch einen machen. Moment. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, mach das nebenbei. Nee, warte mal, ich muss einen Ast sammeln. Willst du... Nein, jetzt bin ich nicht ernsthaft überlastet. Ach, kommt, Leute, ernsthaft. Man sollte... Aber da ist ein Ast, da ist ein Ast. Rüste deinen Steinpickel aus. Zack, bearbeite die Steine. Ja, warum auch nicht, wenn ich überlastet bin. Kein Thema. Machen wir mal. Erschlage einen Gegner, du kannst mich mal. Ich werde jetzt erstmal mich um den Basenbau kümmern. Und zwar schalte ich das frei. Und was brauchen wir denn noch? Die Kiste brauche ich auf jeden Fall noch. Treppe brauchen wir noch. Und das Dach brauche ich auf jeden Fall noch. Wobei das eigentlich auch... Ach komm, den einen nehmen wir auch noch mit. Was denn? Nix. Ach so, ich brauche dafür aber... Ach nee, das muss ich dann während der Quest... Naja gut, das kostet nicht so viel, oder? Den Hammer zu machen. Nicht Reparaturhammer, Konstruktionshammer. Ja, natürlich. Aber da kann er jetzt Zwirn selber herstellen. Okay, ich kann schon mal eine Fackel da rein tun. Wo habe ich den Hammer? Da. Ja, Moment, das tauschen wir hier mal eben. Und das machen wir wieder nach da. So. Und ich das hier wieder in der richtigen Reihenfolge habe. So.
Dann sorge ich erstmal dafür, dass wir ein Schlafzimmer bekommen. Weil ich habe alles schon ganz genau im Kopf, wie das aussehen soll, Schatzi. Okay. Mach's uns ganz gemütlich hier. Ich habe wieder kein Mitspracherecht. Nein. wie ging das jetzt nochmal? Warte mal, platzieren. Ach so, so. So ungefähr. Zack. Oh, jetzt ist da doch noch ein bisschen Gras drauf. Ich hab's gewusst. Ich muss nur aufpassen, wo habe ich mein Bett denn jetzt hingetan? Wir hatten aber mehr Freiraum hier. Hier war nicht so eng alles. Hallo, was mache ich denn hier? Ach, dann hau einfach so dagegen, Mann. So. Jetzt habe ich erstmal einen erschlagen. Da ist mein Bett. Ach, guck mal. Ich wusste, irgendwann finde ich das noch. Wir hatten mehr Freiraum. Ich mache uns jetzt erstmal ein Schlafzimmer. Ich habe alles im Kopf. Das wird ganz toll aussehen, glaub mir. Aber nicht, wenn ich da drauf stehe. Dann kann ich nämlich nichts bauen. viel kann ich nicht mehr machen. Moment. Oh. Hallo. Mann, ich habe doch gar nichts gedrückt. Was ist das für ein Scheiß? Das war ich. Oh, dein Ernst? Ja, ich musste ein Fundament bauen, hat er mir gesagt. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal das Bett. Beziehungsweise die Stätte. Stell die mal eben hier oben drauf, weil sonst macht er mir wieder. So. Also, mein Bett lege ich jetzt schon mal hier oben hin, ne? Kannst du deins auch drauf machen? Damit er das jetzt machen eben. Achso, ne? Hast du deins nicht mitgenommen? Ne, jetzt habe ich da liegen lassen. Scheiße, ich brauch Fasern. Ja gut, hier brauchst du es jetzt nicht. Ja, aber das sollte doch noch eine Reihe nach hinten gehen. Wie eine Reihe nach hinten? Ich bin mir nicht sicher. Nee, weil du jetzt hier schon die Umgebung machst. Also hier das zumachst. Nein, ich musste... Ich mache gerade die Reise. Und der hat mir gesagt, ich soll zwei in eine Mauer errichten. Die kannst du auch wieder wegmachen von mir aus. Ja, lass erstmal da. Das ist ja... Ich muss jetzt noch eine Tür machen, aber ich mache erstmal mein Bett hier hin. So, Bandagen. Ja, selbst heilen kann ich mich. Okay, ich bin gerade... Moment. So. Da-dam, 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 da-dam. Guck mal, ich tanze. So, ich brauche schon wieder was zu essen. Achso, hast du nicht ein Lagerfeuer hier hingestellt? Du hattest ein Lagerfeuer. Ja, da. Willst du das nicht lieber hier oben hinstellen? Ja, ich muss das erstmal aufbauen. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Vor allen Dingen suchen wir das dann nachher. Ich stelle das jetzt mal eben in unser Schlafzimmer, das ist ja egal. Ich muss dann nur mal schnell was zu essen reinmachen. Wo hast du denn jetzt? Achso, hast du unterwegs? Wo habe ich das denn jetzt her? Ich habe graublütige Lupine irgendwo. Achso, waren das diese Pflanzen? Mhm. Das waren die Pflanzen. Wo ist denn jetzt mein Fleisch? Ach, das ist hier. Okay. So, Kohle ist übrigens immer wesentlich besser als Brennstoff geeignet. Als Holz oder Äste oder sowas, weil das sehr, sehr viel schneller weg ist. Okay, dann können wir die Fleischfetzen schon mal reintun hier. Sehr schön. Komm, noch einen. Und dann sollte man das Feuer auch immer ausmachen, weil das ist Blödsinn, wenn man nicht gerade irgendwas von der Helligkeit her braucht. So, dann, was brauchen wir denn jetzt? Och, dein Ernst? Was denn? Ich habe gerade den Hirsch gehäutet und jetzt soll ich den Kadaver ernten. Och, diese Quests machen mich kirre, ganz ehrlich. Das musst du ja nicht machen. Ja, ich möchte das aber eben abschließen. So, warte mal. Ja, ist ja gut, du brauchst nicht nachschlagen. Wieso kann das nicht einfach, nachdem da steht, töte ein Tier oder ein Gegner, wieso kannst du dann nicht einfach die Quest bekommen, du sollst einen häuten? Ich finde das so bescheuert. So. Achso, schalte das Wissen frei. Moment, das müssen wir noch eben. Das Wissen vom Koch. Wo ist denn der Koch? Da. Das ist nur dieses Lagerfeuer, das man ja, weiß braucht. Ich. Lagerfeuer benutzen oder platzieren. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder verbuggt ist. Und diesmal aus Versehen, ausnahmsweise geht's.
Und ich muss jetzt wieder Fleisch braten. Toll, hätten sie... Nee, Fleischfetzen, ne? Das, nee, Fleischfetzen sind die fertigen. Hä? Ach so, ich habe schmackhaftes Fleisch bei denen bekommen. Ach, sag mir das doch. Wieso ist das eigentlich nicht da direkt rein? Jetzt habe ich ein Horn von dem erhalten, okay. Warten wir noch mal kurz ab. Was machst du denn hier? Wieso baust du da jetzt eine Tür rein? Weil ich's... Nochmal, ich mache diesen Steinmetz und der will das von mir. Ja, wieso machst du die Tür da nicht vorne? Weil ich das wieder abreiße gleich. Oh, aber nicht die Wände, die kannst du eigentlich lassen. Ja, die können wir können auch die Tür da von mir. Mir ist egal, du kannst dann machen, was du willst damit. Was brauche ich denn jetzt? Zwirn wieder. So, Moment, das ist jetzt fertig hier. Der Fleischfetzen, war der von dir eben? Ja. Hatte ich den jetzt reingetan? Okay, dann lass ich oder du. Ne, ich habe meine rausgenommen. Ne, ich habe da welche reingetan gehabt. So, Ablaufdatum 26 Minuten von den Fleischfetzen. Ist natürlich nicht viel. Eine gekochte Mahlzeit essen. Ach, ihr könnt mich doch mal. Da muss ich doch eine essen. So. Dann hole ich mir jetzt meine Belohnung ab. Und zwar Nachschubmaterialien. Weiß ich bis heute noch nicht, was da eigentlich drin ist, weil ich habe es nie geöffnet. Benutzen. Äste und Pflanzenfasern. Aber eine ganze Menge. Ich habe jetzt 500 Pflanzenfasern und 500 Äste sind dazugekommen. Respekt. Nee, hier kann ich nicht, sondern ich muss den Hammer nehmen. F drücken und feststellen, dass die Kiste unter Dekoration gehört und dass ich da 100 Holz für brauche. Ihr könnt mich doch alle mal. Und 12 Zwirn. Zwirn. Und ich brauche noch einen Ast. Moment, den... Wieso bin ich jetzt schon wieder... Ach, wegen dem Zwirn bin ich jetzt überlastet. Wollt ihr mich veräppeln? Hast du noch ein Holz? Ich habe mehrere Holz. Ja, eins würde mir reichen, weil da muss ich nicht mit überlastet darunter laufen. Kann dir aber nicht eins geben, weil ich dann 20.000 Mal was aufteilen muss, da hasse. Ja, dann nehme ich von mir aus auch alle, das ist mir egal. Ach so, ich sollte vielleicht die neue Steinmetz-Lehrling. Ach, dann kann ich alles nochmal neu machen, was ich eben gemacht habe. Ich verstehe auch nicht, warum man damit eigentlich nicht anfängt, aber egal. So, ich wollte mir eigentlich eine Kiste mal eben machen. Dekoration. Hä? Ich habe eben 12 Zwirn hergestellt. Wieso hat er jetzt nur 11 gemacht? Ist der doof? So. Hallo, warum will der nicht? So. Dann setze ich meine Kiste vor mein Bett. So. Dann muss ich jetzt erstmal die Sachen reintun. Ach, ich tue auch Eisen erstmal da rein, ne? Wir haben ja noch keine Schmiede bisher. Warum habe ich so viel Tierhaut? Ach, Tierhaut ist bestimmt auch mit ausgepackt worden eben. So, das können wir erstmal alles soweit wegmachen. So, wieso ist das Aloe Vera hier eigentlich nicht gestapelt? Weil das könnte ich auch direkt mal wegtun. Obwohl, warte mal, Aloe Vera konntest du... Ah ja, doch, das konntest du hier drin machen. Aber brauchen wir ja im Moment noch nicht. Ich könnte aber schon mal die Samen da reintun. Die Dinger, die... Achso, den zweiten Trinkschlauch kann ich natürlich auch reintun. Handvoll Insekten. Das wird sowieso alles irgendwie kaputt gehen, denke ich mal. So, nur die Fackeln. Ey, ich habe nur meine Rüstung, die Waffen, also und Werkzeuge natürlich, und ein bisschen Fleisch und zwei Fackeln. Und ich habe schon fast 20% wieder voll. Ey, das ist doch nicht normal. Mit deiner Axt einen Baum fällen. Ja, mache ich doch gerne. Ist nicht so schlimm, wenn ich das mache. Oder machen soll. So. Ein Fundament bauen. Ihr könnt mich doch mal. Ich habe gerade alles in die Kiste getan. Ja, wieso farmt der den Baum nicht ab? Ach so, ich habe aber nicht genug Steine dafür, oder? Muss ich mal eben gucken. Gebäudeteile. Nochmal gucken. Nee, natürlich habe ich... Wo bin ich denn jetzt schon wieder drin? Natürlich habe ich nicht genug. So. Die Nacht kommt schon wieder. Ja, es ist so nervig. Wieso ist die jetzt eigentlich schon wieder da? Es ist so schnell. So, erstmal für ein paar Steine hier sorgen.
Dann bauen wir das Fund. Oh, sag mal. Reh, geht's noch? Oder Hirschkuh? Oder was weiß ich? Geh raus aus unserem Schlafzimmer. Geh weg. So, jetzt habe ich erstmal zwei gemacht. Eine Mauer errichten. Ah, siehst du, dann nehme ich dafür die Dinger hier. Außenbereich kann ich nicht lesen. So. Türrahmen bauen. Den möchte ich eigentlich noch nicht bauen, weil ich nicht genau weiß. Aber ich denke mal, das reicht, wenn wir das Schlafzimmer... Weil wir müssen ja auch noch... Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr, oder? Wir müssen ja auch noch... ja, das sollte reichen. Eins. Ich sehe nichts mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir es einfach so. Aber andersrum. Nee. Jetzt macht das andersrum. Boah, ist das eine Frickelei. So. Gebäudeteilwähler benutzen. Visiere ein Gebäudeteil an und drücke mittlere Maustaste. Ach, das war die Sache mit dem Kopieren. Ja, nein. Dann will ich das aber bitte analysiert haben. So. Mehr Mauern bauen. Habe ich gerade gemacht. Also ich muss zwei bauen. Okay. Eine Decke. Warte. Das dahin. Und ich habe nicht mehr genug für eine Decke. Ja! Wir brauchen mal wieder Steine. Der Epi hat uns bestimmt wieder alle geklaut. Ich bin jetzt gar nicht da. Ja, siehst du? Bist du schon das Eisen am Farmen, oder? Nein. Ich mache mal eine Reise und muss jetzt einen Gegner irgendwie mit einer stumpfen Waffe belegen. Oh, nee, die Kacke. Oh, das mit... Boah, sag mal! Warum müssen die Viecher hier immer mir entgegenlaufen? Das ist doch nicht normal. Oh, vor allen Dingen erschrecken die mich hier. Ich weiß ja nicht. Also normalerweise dürfte jetzt hier nichts kommen, aber es ist trotzdem blöd. So. Decke habe ich gebaut. Ich kann nichts mehr sehen. Eine Tür bauen. Okay. Die ich nicht bauen kann, weil ich mal wieder kein Zwirn habe. Oh, dieses Zwirn macht mich fertig. Vor allen Dingen habe ich das ja hier alles reingelegt. So, Zwirn. Oh, 10 von mir aus. So, boah, das Vieh macht mich wirklich wahnsinnig. Das ist hier die ganze Zeit wie doll um mich herum am Sausen, ne? Hallo, geh weg! Mistvieh. Das ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, dass das jetzt nach außen aufgeht. Ich kann ja hier nichts sehen in der Dunkelheit. Holzkiste benutzen oder platzieren? Dann benutze ich die lieber. So. Etwas in deiner Holzkiste verstauen. Ja, zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt gerade nicht brauche. So. Und das. Das kann ich erstmal noch drin lassen. So, und die nächste Reise. Beziehungsweise wir können ein Überlebenskit erstmal anfordern. Schaue ich jetzt auch mal direkt, was da überhaupt dran ist. Benutzen. Oh. Nachhaltiges Festmahl. Ist nur blöd, weil das nachhaltige Festmahl, glaube ich, abläuft. Ja, in 6 Stunden. Ist natürlich geil. Ja, das ist aber, schmeckt aber gut. Das musst du nachhaltig essen auch. Oh, wir haben 2 Bettstätten auch damit bekommen. Also wenn du das schon gemacht hast, ich weiß ja nicht. Ja, nachhaltig im Sinne von, dass das viel bringt, ne? Das meinst du jetzt. Dass es gut ist. Jetzt habe ich so eine Decke gebaut, die ich hier eigentlich gar nicht bauen wollte. Die müssen wir dann wirklich nochmal abreißen. Das nächste wäre dann Krieger. Da müsste ich dann mit jemandem kämpfen. Das möchte ich aber ehrlich gesagt im Moment noch nicht. Ich würde gerne den Schmied machen. Also du machst... Ja, aber wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, was wir machen halt, ne? Ja, aber... Ja, die Grundsachen, die mache ich immer. Wieso habe ich hier keinen Schmied drin? Oh, wie ich es hasse. Du schaltest Stein erst Dinge frei. Ja, aber du schaltest so, die erst frei, ne, mit anderen... Nee, Stufe 10 erreichen. Welche Stufe habe ich denn? Sehe ich gar nicht. Moment, Attribute. Da muss ich auch noch mal kurz gucken. Zähigkeit, erhöht die Rüstung. Da machen wir auch mal eben Punkte rein.
Werkzeuge. Da ich immer sehr viel farme, ja, mache ich da auch Punkte rein. Hier sehe ich mein Level. Level 14. Aber da müsste ich den Schmied schon freischalten können. Bin ich denn doof? Wo war denn der jetzt? Manche Sachen, die sind so einfach und man findet sie dann irgendwie nicht, weil man irgendwo... Ach, warte mal. Ach, der ist unter Überleben und nicht unter Bauen. Oh, weißt du, das sind dann so Sachen... Mm. Ganz ehrlich. So. Bettenmacher. Schalte ich auch frei. Das war jetzt nur ein Punkt. So, Ofen benutzen oder platzieren. Dafür muss ich, glaube ich, wieder jede Menge sparen, wenn ich mich nicht irre. War das hiermit? Werkstätten, genau. 500 Stein. Achso, nur Stein dann aber. Okay. Ich habe hier 155 noch drin. Wunder dich nicht, wir haben eine wunderschöne Tür vorne. Aber das Haus ist noch nicht gebaut. Aha. So. Da. Das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Platz, auch was das Farmen betrifft, finde ich. Weil, gut, wir machen hier natürlich die Sachen jetzt erstmal weg auf der Insel. Aber da hinten, da ist nochmal ein großes Steinvorkommen. Da ist ein großes Steinvorkommen, da ist nochmal Kohle, genauso wie da hinten. Da ist auch nochmal so ein Bereich mit Kohle. Und wenn man jetzt hinter den Bäumen auf diesen Vorsprung hochgehen würde, da ist nochmal jede Menge Eisen. Gerade für den Anfang ist natürlich Eisen das A und O. Man braucht das für die Rüstung, man braucht das für die Waffen, man braucht es für die... Wieso haue ich auf den Stein und 2 Meter daneben geht die Pflanze kaputt? Man braucht es fürs Werkzeug, also wirklich für alles. Es sei denn, es passiert das, was gleich bei mir passieren wird. Das Werkzeug geht dann kaputt. Deswegen, das vermeidet man so ein bisschen damit, indem man dann höherwertigere Waffen bzw. Werkzeug baut. So, ich hasse es. Was denn nur? Ja, die Steinwerkzeuge hasse ich. Mir ist gerade der Pickel, wollte ich gerade sagen. Der Dings hier kaputt gegangen. Was ist denn das? Nicht Steinpickel? Wie heißen die? Mann, nicht Pixaxt? Das ist irgendwie von Minecraft. Wie heißen die auf Deutsch? Spitzhacke. Spitzhacke, genau. Boah. Da muss man da erstmal drauf kommen. Achso, genau. Ich muss noch den Ofen machen. Achso, den Ofen. Das ist ja doof. Den Ofen stelle ich jetzt erstmal ins Schlafzimmer, weil ich habe noch nicht das Fundament für den Rest, ja? Mhm. Ich stelle den jetzt mal hier, dann können wir nämlich auch schon mal die ersten Sachen damit machen. So, Moment. Dann tue ich das noch dazu. Und stelle uns erstmal einen gemütlichen Ofen mitten ins Schlafzimmer rein. Sieht natürlich geil aus. Eisenstein ernten. Ja, war ja klar. Dann kann ich euch direkt mal die wunderbare Quelle des Eisens hier zeigen. Nehmen dann aber auch direkt mal die Aloe Vera Pflanzen ein bisschen mit. Ich weiß auch nicht, wo der Epi sich rumtreibt. Wahrscheinlich hat er irgendwo so eine halbnackte Tussi hier gefunden und vergnügt sich gerade. Eine Sklavin, ja. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, ich bin ja nicht mehr halbnackt. Ich habe da jetzt mittlerweile Klamotten an. Was war das hier nochmal? Echter Indigo. Ah ja, genau. Ich habe eine Vision, wie schön das Haus aussehen kann. Ich bin mir zwar nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das hier umsetze, weil man muss natürlich den Platz dafür haben, aber es wird schön. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. So, ich brauche ganz viel von diesen purpurnen Blüten, weil ich meine Rüstung später nämlich mal lila färben möchte. Hallo Herr Hirsch, kommen Sie von dem... Ah ja, jetzt kommt er runter. Ich wollte gerade sagen, kommen Sie da runter oder soll ich Ihnen helfen? Hier helfe ich mal hier. So, es tut mir leid. Ich dachte, du standst so da, weil du dich mir anbieten wolltest, dass ich was Fleisch kriege. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, ich will kein Schwert, ich will... So, hier fängt das schon mal alles an mit dem Eisenvorkommen. Hinter uns war auch noch eine ganze Menge und ich zeige euch gleich nochmal eine Stelle, wo Gold ist. Das ist nämlich auch direkt hier um die Ecke. So, hier oben ist erstmal... Im Moment ist, glaube ich, nicht so viel Eisen da. Was mir aufgefallen ist, wenn du hier anfängst, ist erstmal was weniger Eisen da. Und wenn du dann die Steine aber mit abgebaut hast, dann hast du plötzlich mehr Eisen vorkommen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt random ist
dass die auftauchen? Keine Ahnung. Komm, nimm die Pflanzenfasern hier. Und bin ich überladen? Weil du zu viel zu dir genommen hast. Hm. Jetzt bin ich nur gerade am gucken, weil hier hinten ist irgendwo so ein Steinviech. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist aber weiter da ganz hinten. Wo sind die ganzen Vorkommen hin? Oder machen die das random von Karte zu Karte? Nein, jetzt wird's nicht ernsthaft dunkel, oder? Wo ich gerade Eisen am Farmen bin. Achso, ich muss auch noch Kohle ernten. Ja, da muss ich sowieso da hinten rüber. Ich mache aber erst nochmal hier ein bisschen Eisen. So. Ach, ich denke, ich habe schon 400 Eisen besorgt. Dann sind das die Steine, die mir angezeigt werden. Ja, verarschen können die alleine. Och, Mann. Ich wollte gerade noch so stolz sagen, Schatz, ich habe schon 400 Eisenerz geholt. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ach so, hier sind auch noch mal ein paar. Die können wir auch schon mal mitnehmen, die Äste. Wobei ich glaube, die Äste kriegst du auch, wenn du die Bäume fällst, oder? Ist da nicht als Nebenprodukt? Sind ja, ja, Äste bei? Das, aber nur mit der Axt, wenn du das, wenn du die Rinde holst, kriegst du Harz dazu. Eben gucken hier. Hier war es noch nicht. Dann aber sag mal, hast du irgendwas an der Tragfähigkeit geschraubt? Weil ich habe so wenig Zeug mit, aber... ich habe das einen Ticken höher gesetzt, weil wir ja mehr bekommen auch. Ja, also aber nicht viel. Dann höher, höher heißt aber in dem Fall wahrscheinlich schlechter, ne? Nee. Also ich kann mich jetzt im Moment nicht beklagen. Das hier, auch wenn es wie Silber aussieht, das ist Gold. Das seht ihr auch an den kleinen Dingern hier drumherum. Die ich gerade nicht anvisieren kann, weil sie irgendwie überall hinhaut, aber nicht dahin, wo sie hinhauen soll. Ich weiß auch nicht. So, da könnt ihr einmal draufhauen auf diese kleinen Dinge und da kriegt ihr natürlich auch schon einiges raus. Gut, normalerweise keine 14 natürlich. Ich habe es ein bisschen höher geschraubt. Ich glaube, die Hälfte geht's höher, oder wie war das? Wenn du 0,5... Also ich habe die kleinste Stufe höher gemacht. Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also wenn du sonst 1 bekommen würdest, würdest du jetzt 1,5 bekommen, quasi. Ja, privat habe ich das ja generell ein bisschen anders. Privat habe ich das auf 10 hoch. Weil ich da nicht so lange warten... nicht so lange warten möchte, bis da was passiert, weißt du? Und ich denke mir, macht ja nichts. Oh nee, das ist ein... Das ist kein Krokodil, das ist... Oh, ich dachte gerade schon. Das ist ein Stein oder sowas. Aber ich bin jetzt auch gleich voll. Das ist nicht gut. So. Aber dafür komme ich mit Gold. Also ich habe schon über 300 Gold jetzt hier von der Goldader. So, ich kann euch wirklich nur sagen, nehmt auch diese kleinen Dinger mit. Und natürlich bin ich jetzt überlastet, war ja klar. Wieso kriegt man eigentlich von den Vögeln kein Fleisch? Da kriegt man nur Federn und Eier. Ah doch, Wildfleisch. Kriegst du Wildfleisch. Das ist nur manchmal so ein bisschen blöd zum Anvisieren hier. Ich bin schon wieder überlastet. Ich bin jetzt das erste Mal überlastet. Aber hier vorne ist die Kohle, die ich ernten soll. Die nehme ich noch schnell mit. Ja, Überlebenskit bekommen. Nein! Und in dem Moment geht mein Werkzeug kaputt. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ne, nicht aufteilen. Ich will das reparieren. Hallo. Jetzt. Warum braucht der so lange zum Reparieren? Ja, es dauert noch ein bisschen, bis ich dann wieder bei der Basis bin. Ich würde sagen, das schneide ich definitiv raus. Hm. So, ich muss mal ganz schnell zur Schmiede. Wenn man das denn schnell nennen kann. Ich kann zwar immer noch so ein bisschen schneller gehen, aber... 218 Eisenstein, aber dafür habe ich nur 78 Kohle jetzt dabei. Mache ich erstmal Eisenstein rein und lege die Goldsteine erstmal in eine Kiste, ne? Mache ich daneben am besten eine. Weil ich glaube, sonst nimmt der Gold als erstes, oder wie war das? Moment. Ja, immer die Nummer, also es ist, die haben ja so IDs und das höherwertig ist halt... Ich brauche 100 Holz für so eine Kiste. Ja, das ist doch nicht. Da
habe ich denn hier? Ich habe natürlich kein Holz mehr hier drin. Hier sind doch Bäume. Ja, nee, echt? Boah, ich dachte, hier gibt es nur Steine. Gibt's Bäume. Wunderbare Sachen. Was habe ich gesagt? 100? Jetzt haut er mir den Baum weg. Wo bist du ein Arsch? Also ich brauche mal einen Baum, hallo? Ja, du siehst, wie ich gerade da hochlaufe zu dem Baum. Ja, und dann machst du mir den Baum weg. Ehrlich? Ja, aber du nicht immer alles nehmen musst. Ja, ja. Ich muss einen Bogen herstellen, das ist wichtig. Ach, Bogen ist unwichtig. Mit dem Bogen kriegst du die Tiere eh nicht erledigt, dann hauen die mal ab. Nee. Doch, das sieht man doch bei dir immer wieder. Also die Hirsche kriege ich damit gut erledigt. Ja, offenbar nicht. Wobei der Kopfschuss, der soll ja ganz gut sein. Aber ich habe den nur bei... Nee, bei den Vögeln habe ich den, glaube ich, nicht hinbekommen. Ich habe den wirklich nur beim Hirsch, aber auch erst beim vierten Versuch oder sowas hinbekommen. Hallo, ich habe doch einen Eisenbarren geschmolzen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ah nee, ich muss den erst ins Inventar nehmen. Okay, ich tue den aber erstmal wieder hier rein jetzt. Oder ich tue den nicht wieder hier rein, weil ich brauche den, glaube ich, für die Werkbank. Habe ich die Werkbank denn überhaupt schon freigeschaltet? Doch, das ist die. Dafür brauche ich aber 50 Eisen. Ja, dann lasse ich das erst noch... Stelle ich das schon mal um da drauf? So. Aber dann lasse ich das noch. Eine Kiste. Eine Kiste wollte ich eigentlich gemacht haben. Genau. Dann schalte ich es doch nicht um. Achso, Zwirn brauche ich noch. Ich wusste, irgendwas war da noch. Zwirn. Nein, ich kann nur noch 6 herstellen. Wollt ihr mich denn... Achso, warte mal. Habe ich die nicht da reingetan? Das könnte vielleicht daran liegen. Hier liegen noch fast 500 drin. Hust, hust. Machen wir erstmal Gold da rein, damit ich mich noch bewegen kann. Ja, okay. Dann. Warum auch immer das unter Dekorationen... Ach, jetzt hat der ja einen Zwirn. So. Hä? Hallo? Ich wollte gerade sagen, du kannst es doch herstellen. So. Also nochmal. 4. Versuch oder so. Für die Kiste. So. Dann. Dann muss ich erstmal warten, bis ich hier genug Eisen habe. Wie viel brauche ich? 50? So, kleine Memo nochmal an euch. Wenn ihr so ein Geklatsche hört, dann bin ich wieder mal an eine Fliege hier am Klatschen. 50 meine ich waren das. Na gut, das dauert noch, bis das da durch ist. Also ich brauche noch 18 Eisenbarren. Den Rest theoretischerweise könntest du nehmen, wenn du möchtest oder musst. Hä? Was für Eisenbarren? Machst du schon Eisen? Ja, ja. Ich muss die Werkbank vom Schmied, muss ich doch jetzt machen. Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen kleinen Cut und beenden die Folge. Wie gesagt, die ersten, ja, vielleicht 3, 4 Folgen oder so werde ich relativ normal halten, sodass man das Ganze mitbekommt, was wir wie, wo gemacht haben. Da sind dann auch noch ein paar Erklärungen dabei und so weiter. Und wenn wir die Basis soweit recht gut aufgestellt haben, dann werde ich das Ganze ein bisschen kürzen und dann werde ich immer nur noch so Cuts machen, wo wir ja zum Beispiel gerade was erkunden oder wenn wir etwas Neues entdeckt haben, wenn wir etwas Neues gebaut haben oder auch schon mal unsere Reise weitergemacht haben. Viel Spaß bei den nächsten Folgen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.